mitten in den Nacken hinein. Nacken ganz weit nach hinten. Perfekti, perfekti, weitermachen. Ihr merkt schon, das ist Mitte, das ist tief. Und schön gefühlt hinters Ohr gehen, hinters Ohr. Von der Zielsetzung her müsste es ja im Endeffekt jedem sehr, sehr einfach fallen, die Schultern zu kreisen, oder? Das heißt, wenn man zum Beispiel die linke Schulter mal hochnehmen, perfekti, perfekti, und die mal nach vorne in der oberen Position, mal nach hinten in der oberen Position nehmen und die oben bleibt, müsste das ja wunderbar klappen. Dann einmal mit der linken Schulter runtergehen. Ihr merkt schon, das ist Mitte, das ist tief. Mitte, tief. Mitte, tief. Tief, tief, tief. Tief bleiben mit der Schulter und nach vorne und nach hinten. Dürft sich anfühlen wie ein Alien. Wie ihr merkt, mache ich nicht so, sondern die Schulter. Exakt. Jetzt hätte ich gerne, dass die Schulter hinten landet, also weg von mir, weg und über hinten nach oben nach vorne geht und das schön raumgreifend nach unten, hinten, oben, vorne, 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 vorne. Das darf sich gerne behindert anfühlen, aufgrund der Größe und der Weite, die man als Weg im Körper geht. Ja, sehr schön, weiter. Einmal oben ankommen, oben bleiben und daraufhin über oben nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Wunderbar, das kontinuierlich weitermachen. Und schön gefühlt hinters Ohr gehen, hinters Ohr. Möglichst weit hinter das Ohr, hinten.